Hallo? Ja, komm, ist es gut. Einfach annehmen und dann auflegen. Zack. Halt einfach die Klappe, bringt doch eh nichts. Ich fahr eh weg, also. Turn left. Der war gut, aber der war nicht gut. Ja, es ist jetzt gut. Wissen wir schon. Und warum halt eigentlich immer jedes, also immer dieses Helikopter, diese Helikopter immer dieselbe Lackierung, ne? Wenn wir immer diese Mission hier nochmal machen, hat er dann immer dieselbe Lackierung, der Heli. Fuck, 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 fuck. Schnauze. Ja, und danach zock ich auch noch eine Runde Far Cry 3 und dann ist es auch schon dieser Tag auch beendet mit Aufnahmen und so. Aber bei GTA 4 mache ich noch halt ein paar einige Missionen, weil ich bin gerade in Zeitdruck, liebe Freunde. Wegen meinem PC. Mein PC geht manchmal auch nicht an. Und deshalb muss ich das mal abschalten, bevor die Garantie auch fertig ist. Damit wir das dann dieses Problem lösen können und dass ich dann einen neuen PC bekomme, wahrscheinlich nach dem dritten Versuch. Und. Nein! Verfickter Bauermann. Ja, und deshalb bin ich gerade in Zeitdruck. Und muss dann auch die Mission schneller machen und alles drum und dran. Fuck. So, und da hält er an. Haben wir kein Fernrohr? Damit wir den auch von dort auch beobachten können. So. Der hatte noch gelebt. Mir reicht es jetzt, Freunde. Ihr dummen Hurensöhne, ich hab's jetzt geschafft, ey. Mein Gott. Endlich. Haha, ich hab da eine gute Idee. das war nix mehr, Fräulein. Und ihr wisst ja, wie gut ich im Fliegen bin und so. GTA San Andreas hat mir ein paar Flugstunden gegeben und so, ne? In Flugschule kennen sicherlich einige von euch, der GTA
welches das San Andreas gespielt hat, dass wir dann in einer Flugschule sind und dass wir dann halt auch die Flugschule absolvieren müssen, und genau da habe ich auch ein paar Flugstunden gemacht und so. Hat mir richtig gut gefallen und auch geholfen, wie man gut fliegt und so. Und wir müssen, glaube ich, zum Flughafen oder sowas. Boah, das ist ganz schön hell, ey. Von außen sieht man zwar jede Menge Autos, aber wenn man nahe kommt, sind die eigentlich schon alle weg. Ziemlich komisch. Ich kann gar nichts mehr, ey. Hier, oder? Ja. Geschafft. Jawohl. Endlich. Thank you. We'll take it from here. Endlich. Gott sei Dank. Das ist mir erstmal zu weit, dieser Weg bis zu Playboy X und so, deshalb nehme ich mir ein Taxi erstmal. Dankeschön, Taxi, du bist sehr nett. Playboy X, bitteschön. Damit wir dort die nächste X-Mission machen können. Das X ist dafür da, dass einfach beliebige Mission ist. Ja, ja. Nein! Aber der wollte wahrscheinlich auch wissen, also ob wir mit dem halt irgendwo hin machen, also irgendwo hingehen oder sowas, bestimmt. Der hat so viel Kohle, ey. Fick dich, Mann, fick dich. Okay, nächste Mission, ab geht er. The Holland Play. What's up, money? Hey. Man. Business is tough. I ain't a cold person. I mean, I am cold, but... Motherfucker. What are you talking about? You want a drink? Man, have a seat, man. All right. Now, I got into this dope game because it was the only thing that was open to me. The only thing, man. Hey, I am not judging. No, listen. Now, I paid my dues. Now, I learned in a hard school, man. And I changed stuff. You know me. I do this stuff so I got a chance to do some good in this town. So you say. So I say. So I do. When I get the money, man, I will build parks. I will sponsor kids. I will save lives. But I gotta have the money, man. Is all this? All this, it means nothing if you ain't got the heart, Nico. Amen, brother. I mean, fuck, man. Fuck! The thing is, you know, Jesus, he did some crazy shit, too. I mean, everyone does. He killed people. He killed that John the Baptist cat. He did what he had to. I don't think you're correct about that. Man, the point is, man, history is a long time. And you only got one chance. And Dwayne, man, Dwayne, it's like he thinks it's 1992, and the best that you could hope for is a gold chain and a pager. You know, he looks at me like he wants me dead. I took care of business. I gave him money, but because I won't bow down to him and treat him like he the almighty, motherfucker wants to pop me. Dwayne is a little troubled.
He was in prison a long time. Maybe you guys should talk. No, I tried talking. No, I tried giving him half of the business. I tried everything a man could reasonably try and still call himself a man. So what you gonna do? Kill him? Hey, I didn't say that. Man, you cold. I was joking. What else is there? I mean, Cash been talking. Now I hear things. Said you and me was too tight now. Said you disrespected. Called him mad. He's going crazy. I mean, he's gone. Prison does that. Well, you can't kill him. Nope. But you can. Das war sowas von klar. But I don't want to. Neither do I, man. But if he goes insane, we all dead anyway. I mean, Dwayne is a killer. I don't like this conversation. Do you think that I do? But it's kill or be killed out there. You got a lunatic after you? Man, you dumb. Now I will give you a lot of money. Because see me? Now I ain't scared of no one. But a motherfucker says he's gonna kill me, the motherfucker's gonna die. Man, I'm not sure. I got to think about it. Well, I hope you see some sense. I will be in touch. Interessant. Wir haben also jetzt zwei Möglichkeiten, damit wir die Mission weiterhin fortsetzen können. Ohne zu warten. Wir könnten eigentlich Dwayne anrufen und so. Damit es auch die, also damit es schneller geht und so, das mit der Holland Play und so einen ganzen Kack. Also rufen wir mal Dwayne an. Natürlich könnt ihr auch die andere Methode machen. Und zwar, ihr macht so lange Missionen und so. Und so lange kommen dann halt Gespräche, dann machen wir das halt mal so halt, ne? Ist besser, finde ich. Ich brauch die Karre. Nee, nicht die Karre. Nicht die Karre. Du kannst. Au. Da vorne, die Karre, da fährt da. Die wollte ich. Aber egal, scheiß drauf. Boah, muss eigentlich immer ein Bulle sein. Das gibt's doch gar nicht. Da, einen schwarzen. Einen schwarzen, ich glaub's ja nicht. Einen roten gibt's sogar auch. Den nehme ich mir mal. Geh einfach raus. Einfach ganz kurz und knapp. So. Ach, wir hatten noch dieses eine Bewerbungsgespräch, oder? Jobinterview. Da haben wir es doch. Ja, 7 Uhr. Freitag haben wir jetzt also. Und Jobinterview haben wir dann am Samstag. Wie es aussieht, am Samstag. 12 Uhr oder sowas. One mile, ey. Scheiße. Voll weit, ey. Aber wir könnten mit dieser Karre auffahren, oder? Glaube ich. Ist schnell, finde ich, diese Karre. Ist auch, sieht auch elegant aus, ähnelt, die Karre ähnelt nach dem Chrysler. Welches Modell das ist, weiß ich jetzt selber nicht mehr. Muss ich gucken. Auf jeden Fall, The Horn and Play, ich kann mich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Einige haben ja schon mal gesagt, dass man entscheiden kann und so. The Horn and Play ist es, glaube ich, dass man entscheiden kann. Und Peggy hat mir eine Nachricht geschickt. Habt diese Liberty Tree Geschichte über uns und die Triaden am Fischmarkt gesehen. Als ich nach heißen Amateurporno und Sachen im Netz gesucht habe, hat mein Steifen total gekillt. Muss meine Homepage ändern. Ach, die Rockstar Games, die haben einen Humor in dieses Spiel reingebracht. Das finde ich sowas von Hammer, ey. Ah ja, und frohes neues Jahr übrigens. Nachträglich. 2013 haben wir jetzt. Und nicht mehr 2012. Diese scheiß Zahl.
Bruce, sie ruft an. Ach, hat eine Nachricht. Irgendwie, check deine E-Mails, Alter. Ich hab Arbeit für dich. Was ist